Was uns die Welt entgegenwirft, ist nicht unbedingt deine Wahl. Aber was du daraus machst, ist ganz und gar deine Wahl. Andere Leute machen, was sie wollen, aber es ist deine Reaktion darauf, die Leid verursacht. Es gibt keine Möglichkeit, ein Gestern zu reparieren, aber du kannst einen Morgen kreieren. Namaskaram, Sadhguru. Ich habe eine Kindheitsfreundin, die in sehr unruhigen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, weil ihre Eltern eine sehr seltsame Beziehung hatten, wodurch sie in ständigen Streitereien und mangelnder Liebe aufgewachsen ist. Über die Jahre habe ich gesehen, wie sie sich zu einer sehr zurückhaltenden Person entwickelt hat. Sie glaubt nicht an die Liebe. Sie glaubt nicht an die Kraft von Beziehungen. Wie können wir verhindern, dass uns solche toxischen Beziehungen im Leben so negativ beeinflussen? Schau, jeder findet irgendeine bestimmte Ausrede für ihr eigenes Elend. Also meine Eltern waren auf diese Weise, deshalb bin ich auch auf diese Weise. Nun ja, das ist irreparabel, denn wir können deine Eltern jetzt nicht ändern, in Ordnung? Hallo? Können wir sie jetzt ändern? Daher musst du das verstehen, speziell wenn du schwierige Situationen in deinem Leben durchgemacht hast oder, sagen wir, schreckliche Situationen im Leben. Ist es nicht wichtig, dass du früher weiser wirst als andere Leute? Früher als andere Leute, die im Komfort aufgewachsen sind, die nicht wissen, wie es ist, solche Dinge zu sehen? Ist es nicht sehr wichtig, dass du weise werden solltest? Nein, stattdessen wählst du, dass du auch unglücklich wirst, weil sie unglückliche Leute waren. Also lasst uns mal so viel verstehen. Du hast eine Intelligenz, um zu verstehen, dass sie schlecht leben. Wie kommt es, dass du keine Intelligenz hast, um zu erkennen, dass du gerade jetzt schlecht lebst? Und du hast noch nicht einmal die grundlegende Integrität, um zu sehen, wenn ich schlecht lebe, bin ich es, die das macht. Denn es mag Situationen und Umstände geben. Für jeden Einzelnen von uns gibt es Situationen. Genau genommen, je mehr du versuchst zu machen in der Welt, desto mehr und mehr vielen hässlichen Situationen wirst du dich stellen müssen, ob es dir gefällt oder nicht, okay? Nun, da du hässlichen Situationen gegenüberstehst, wirst du nun auch hässlich werden? Oder wirst du das als Dünger verwenden, um zu einer wunderbaren Blume aufzublühen? Das ist die Wahl, die du hast. Also alles, was uns verletzt, alles, was in irgendeiner Art negativ ist, in einer gegebenen Situation, ob du weise oder verwundet wirst, ist deine Wahl. Suche nicht nach idealen Situationen, denn so einen Ort gibt es nicht, keinen solchen Ort. Wohin du auch gehst, dort wird etwas passieren, von dem du denkst, es ist negativ. Ob es negativ ist oder nicht, darüber möchte ich kein Urteil fällen, aber an einem gegebenen Ort denkst du, dort ist es negativ. Eine ganze Menge Leute, die sich beworben haben, um in dein Institut wie die ISB zu gelangen, sie denken alle, wenn ich die ISB betrete, ist es wie im Himmel. Aber ich bin mir sicher, es gibt viele Leute in deinem Institut, die denken, dass das der schrecklichste Ort ist, voller Politik, voller Unsinn, voll davon. Gibt es keine solchen Leute? Hallo? Ich bin mir sicher, sie sind da. Du wirst nicht einer von ihnen. Denn an jedem Ort gibt es Probleme. In Ordnung? Wo zwei Leute sind, gibt es Probleme. Wie wir mit diesen Problemen umgehen, ist abhängig davon, ob wir in einem Zustand der bewussten Antwort auf diese Probleme sind oder uns in einer zwanghaften Reaktion auf diese Probleme befinden. Das bestimmt, wie wir uns selbst verhalten. Das ist zu einem Syndrom auf der ganzen Welt geworden, weil alle ein bisschen Freud gelesen haben, ein bisschen Maslow, ein bisschen von all dem europäischen psychiatrischen Zeug. Und jeder ist ein Psychiater. Weil meine Eltern auf diese Weise waren, bin ich auf diese Weise. Komm schon, wo bleibt deine Intelligenz? Falls deine Eltern auf diese Weise waren, musst du einen Schwur ablegen. Du wirst nie und nimmer auf diese Weise sein. Hallo? Ja oder nein? Falls deine Eltern so schlecht lebten, falls das wahr ist, ich weiß gar nicht, ob sie schlecht lebten oder nicht, das ist ihre Wahrnehmung der Dinge, in Ordnung? Wir wissen nicht, wie sie lebten, aber wenn man von ihren Worten ausgeht, angenommen, es ist wahr, wenn sie schlecht lebten, ist es dann nicht deine Angelegenheit zu sehen, dass du niemals solche Fehler begehst, wie sie es in ihrem Leben begehen?
Ist dies nicht das, wozu menschliche Intelligenz fähig ist? Oder menschliche Intelligenz ist wie, du weißt, sie studieren Ratten und machen allerlei Schlussfolgerungen über Menschen heutzutage. Eine ganze Menge an Experimenten über den Menschen werden an Nagetieren durchgeführt. Wir betrachten das Verhalten der Nagetiere und Leute sagen, oh, Menschen sind so und so. Ist es nicht eine traurige Geschichte für die am weitesten entwickelte Kreatur auf diesem Planeten? Ich möchte, dass du verstehst, damit du zu dieser Stufe an Intelligenz kommen konntest, hat es Millionen Jahre an Evolutionsarbeit gebraucht, um dich hierhin zu bringen, an den Gipfel der Evolution auf diesem Planeten. Also als Gipfel der Evolution zeigen wir auch, dass wir an der Spitze der Welt sind. Sind wir das? Nein, wir wollen auf dem Kopf von jemandem anders sitzen und denken, das ist die Spitze der Welt. Nein, wir sind bereits an der Spitze der Welt als Menschen, ist es nicht so? Aber schau dir an, wie wir uns verhalten. Die ganze Zeit beschweren wir uns über das eine oder andere. Lasst uns das verstehen. Was uns die Welt entgegenwirft, ist nicht unbedingt deine Wahl. Aber was du daraus machst, ist ganz und gar deine Wahl. Ja? Was du daraus machst, ist ganz allein deine Wahl. Deine Erfahrung des Lebens, so viel muss dir klar werden, jedem einzelnen von euch jungen Leuten. Wenn du willst, wenn du dein Potenzial entfalten willst in der Welt, eine wichtige Sache, die du in deinem Leben in Ordnung bringen musst, ist deine Erfahrung des Lebens. Ob Ruhe oder Unruhe, ob Freude oder Elend, Glückseligkeit oder, du weißt schon, Leid. Blissfulness or, you know, suffering. Was auch immer deine Erfahrung ist, deine Erfahrung wird einzig und allein von dir erschaffen. Andere Leute tun, was sie wollen, ihr Drama führen sie auf. Es ist deine Reaktion darauf, die diese Erfahrungen in dir auslöst. Wenn ich dich jetzt beleidige, werde ich nicht, ich sage es dir bloß, Mridu. Angenommen, ich beschimpfe dich, dann ist die Beschimpfung in meinem Mund. Es ist keine Kugel, sie kommt nicht und trifft dich. Aber es ist deine Reaktion, die das Leid erzeugt, ist es nicht so? Angenommen, ich beschimpfe dich nett, in tamilischer Sprache oder in Telugu oder Kanada. Dieser Kerl wird es verstehen, das ist ein Problem, aber... Wenn ich dich in einer Sprache beschimpfe, die du nicht verstehst, mit einem Lächeln im Gesicht, du wirst denken, ich sage süße Dinge zu dir, nicht wahr? Und du wirst nett auf mich antworten. Also ich sage dir, deine Erfahrung von dem, was gerade jetzt mit dir geschieht, ist zu 100% von dir bestimmt. Menschliche Erfahrung geschieht im Inneren, nicht von außen her. Äußerliche Einflüsse sind da. Inwieweit wir zulassen, dass sie uns beeinflussen, es sei denn, es sind physische Situationen. Du bist in einem Kriegsgebiet, jemand schießt auf dich, das ist eine andere Angelegenheit, in Ordnung? Das muss auf eine andere Weise gehandhabt werden. Sogar dort wird dir eine bewusste Antwort eine bessere Überlebenschance geben als wilde Reaktionen. Also das Privileg, Mensch zu sein, ist, dass wir die Intelligenz besitzen, um zu bestimmen, was unsere Erfahrung des Lebens sein soll. Andere Lebewesen befinden sich in natürlicher, instinktiver, zwanghafter Reaktion. Wir sollten über so etwas erhaben sein. Die meisten Menschen versuchen das zu widerlegen und sie befinden sich ebenfalls in einem zwanghaften Zustand der Reaktion. Und insbesondere Eltern. Nun, sie leben auf die Art, wie sie es am besten wissen, nicht wahr? Wenn sie es besser wüssten, hätten sie es besser gemacht. Sie tun ihr Bestes. Nun, sie brachten dich zur Welt, was eine phänomenale Sache ist. Vielleicht nicht bereitwillig, aber sie brachten dich auf die eine oder andere Weise zur Welt. Und sie gaben dir genügend Essen und Bildung und Unsinn, was auch immer du brauchtest, und brachten dich auf dieses Niveau. Nun höre auf, ewig in den Rückspiegel zu schauen. Sie zogen dich auf, du bist zu einem Erwachsenen herangewachsen, du hast überlebt, in Ordnung? Viele Kinder sterben früh, weil die Eltern nicht in der Lage sind, sie zu versorgen. Millionen an Kindern sterben auf der Welt, weil die Eltern nicht in der Lage sind, die Kinder, die sie zur Welt bringen, zu versorgen. Sie haben dich aufgezogen, du bist erwachsen geworden, du befindest dich im Rückspiegel. Bitte lass den Rückspiegel zurück und schau nach vorne, denn du kannst deine Vergangenheit nicht reparieren. Es gibt keine Möglichkeit, ein Gestern zu reparieren, aber du kannst einen Morgen kreieren. Lasst uns das verwirklichen.